So, und in wenigen Augenblicken starten wir den 10-Kilometer-Lauf dieser 24. Ausgabe unseres Steintorlaufs. Ja, meine Damen und Herren, wir sind hier bei der 24. Ausgabe unseres Steintorlaufes Goch im Hubert-Huben-Stadion. Und ich grüße Goch TV natürlich ganz, ganz herzlich, die wieder mal mit dabei sind seit vielen, vielen Jahren. Auch ich darf mit dabei sein, wo die Spitze des 10.000-Meter-Laufes gerade an uns vorbeiläuft. Und mein Name ist Laurenz, dessen Moderator von Anfang an, als wir noch in der Stadt waren. Und ich freue mich natürlich, 24 Jahre mit dabei sein zu dürfen. Selber Marathonläufer und viele gute Zeiten gelaufen. Und so wünsche ich mir, dass ich auch beim 25. beim Jubiläum mit dabei bin. Und wünschen wir uns ein schönes Jubiläum im Jahre 2017. Meine 45, 21 Zeit im letzten Jahr. Lange dabei, die doch auch dann. Mit dem Schirm auf Sand und Kohle, dann müssen Sie die 35-43 rein. Und Silke Haschberger, Jörg Wals.
gerade. Genau vor dem Auto. Guck mal vor dem Auto, da steht es. Warte, Blober. Und er schafft es, meine Damen und Herren, Sieger 2015 auf den Sieger 2016. Prinzschau kommt zum Finishlein. Hier, unser Armin Nero, so stehen bei 35, 36, wie es sich hat er wieder 35 nach vorne. Im Städtbau der Heuligkampfwein. Prinzschau von der Pol. Und auf Platz 2, die 831, war noch hier. Frank von der Hagen. Also, zwei Niederländer. Wenn ich das richtig gesehen habe und fällt hier auch gleich im Ziel 36. 12 jetzt ist er im Ziel und der Wahnsinn jetzt gleich voll mit 36, 30 etwa. Herzlichen Glückwunsch, das Freigeschirr ist im Ziel. Nordrhein-Meister, was den Kross angeht, letzte Woche war er noch mit seiner Familie, mit seiner Tochter, seinem Bruder, ganz oben, was Familienwertung beim Firmenlauf angeht. Roland steht schon wenige Meter, das ist der gleiche Ziel, das bedeutet natürlich, denke ich mir mal, Altersklassen liegen. Aber, dass die Altersklassen angeht, möchte ich mich nicht zu einer Spitze hängen, aber ich denke, jetzt ist der Urlaub im Ziel. Herzlichen Glückwunsch, sehr schöne 37, 23. Und dann schauen wir mal, M45, der Melchior gewonnen. Die M45 auf den Lager Frank van der Hagen am Riesenbeck. Und Armin Ero Beuys natürlich in der Hauptklasse. Und der Jans in der Reihung ist in der 35, 41, ganz gut für die nächste Runde. Das ist La Berna, Holenda. Und er kommt nach 50 Kilometer, zum 48. Mal. Und ich jetzt einfach, aber ich denke, er hat ihn auch gefehlt, was zweimal die Starts angeht. Und der Theo Eimanns, 15 Kilometer, wie immer, und wir alle fragen uns an die Wand. Und Herr Wieland und so weiter, und alles gute Termine. Uhr steht jetzt bei 38 und ein paar kleine. In Sie jetzt, Gratulation an den Neumanns. Immer dabei, 24 Jahre lang, wenn wir das einmal nehmen, 15 Kilometer. Und ja, das tatsächlich der 48. 45. Hallo, Ulrike, alles Gute. Ulrike von Bayern. Günter Erdenkonka ist natürlich stolz auf seine Jugend, die heute wieder viele, viele Erfolge auf der linken Seite. Der Mann mit der 633, Günter Erden. Und Vereinskameraden mit der 639. Wir brauchen einen Menschen, Eltern oder Verwandtschaft oder Bekanntschaft mit 839 von der Mark. Bitte mal zum Rotkreuzwagen, befindet sich etwas außerhalb der Finishline, oben außerhalb des Stadions Richtung Kreisverkehr an der Stadionstraße. Und zwar, der Mark hat die Startnummer 839. Bitte also Bekannte, Verwandte, Mama, Papa, keine Ahnung, bitte mal zu unserem Wagen vom Roten Kreuz, von Herr Kleinen wartet. Und hier ist sie auf der Finishline, Erik Henkel zum Beispiel. Also nochmal, 839 bekannte Verwandte vom Mark. Bitte mal zum Roten Kreuz. Vielen herzlichen Dank. So, wer kommt? Unser Finishline des EVW. Mit der 550 ist sie heute hier unterwegs. Genau hier stehen. Und der EVW ist in diesem Laufen in Frankfurt unterwegs. Also wir hoffen mal auf ähnliche Menschen. Und nochmal mit der 772 Martin Gulreich, Jörg Schier, holt jetzt gleich auf der Finishline. Also, jetzt so, und dann mit der 875 der Theo Kuhn, der Martin Kuhn, Reichmann, Rosi Reich, auch Theo Kuhn, gleich in den 50er.
Friedrichshain in 41.08. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt habe ich die Ziel. Und mit der 335. Ja, auch mal der Hinweis. Die 470, meine Damen und Herren, unser Klaus Koch. Auch er dreht sein Hörnchen auf. 470. So, die Sicherheit des vergangenen Jahres ist vorbei, was die Damen denn angeht. Und wir warten auch auf die Schätzname 2031. Ist sie im letzten Jahr auch hier auf Kommando? Kommen Sie jetzt zu uns, wenn die Schale kommt. Hier ist die schnellste Frau des heutigen Tages. 561, heute die Ritter. Michaela von Haus Emmerich. Für den Bild vor mir ist die Schale 42:30 bei Tour und fast identisch ihre Zeit wie im letzten Jahr wohl, obwohl es lecker warm ist. Und jetzt, meine Damen und Herren, Familie Krott kommt ins Stadion, dreht dann noch ein Rötchen. Die Lauffamilie, die Musikfamilie und wünsche euch natürlich alles, alles Gute für eure Finalrunde mit dabei. Natürlich Kommandant Krott und Papa gestern seinen 89. Wiederholung. 89. Marathon gelaufen. Sensationell. Und das in kurzen Jahren, nicht so das ganze Leben lang, sondern so lange ist Christopher gar nicht dabei, wenn man das so als Langlauf sieht. 731, ja. Trinken, Petra, Lenzes macht das wunderbar. Und Erika Schmiede ist da. Mit der 815, Lady in Rest, in Black, das ist Erika Schmiede. Ich gehe in der 65 unterwegs. Ja, und Damen, herzlichen Dankeschön. Sie verabschieden sich hier überhaupt der Gegner für die Wiederholung. Also, denkt mal drüber nach. 86. Herzlich willkommen. Super gelaufen. Und das ist unser Steven Eckford von der Sparkasse. Zum Beispiel, ich höre gerade, diese Kuchen von da, die kann man ja, kostengünstig bekommen. Kann man ein bisschen handeln oder so. Ja. Kann man einfach gerne mitnehmen. Vielleicht für morgen wieder auch zum Kaffee. Heute Abend noch ein Stück so bekommen. Und dann würde ich sagen, mit der 739, Leopard mit der 647 und mit der 3545. Das ist der Mike Kochan, herzlich willkommen. Und ich habe noch 820, dann werde ich hier noch Tomasch. Ja, klar, erreichen wir. Das ist so schön. 781, jetzt auf der Finishline. Rafa Nisa. Kaisa aus der Tomaschstadt. Letzten Samstag war mein einfacher Kollege Ferdi van Heukelo. 691. Herzlich willkommen hier bei uns mit der 691. Ins Eingegangen, unser Klaus Gerhard Gerzen, der Spackkasse. Ja, aber Konstantin mit der 576. Herzlich willkommen natürlich. Gratulation Konstantin Yushchenko. Der Mann in seinem ersten Rennen für den Kings. Aber der Wolf war da. Der Weg ist unterwegs, wunderbare Zeit. Schauen wir auf 47 zeigt die Uhr jetzt. Und den nächsten Herrn hier gleich auf der Finishline haben. Auch er braucht ihren Applaus mit der 982. Willkommen, Michael Jackson. Thank you.
vergangen. Und Herr Rode und Herr Janssen, die jetzt alle Richtung Ziel streben. Und ich denke mal, wir haben einen verdammten harten Zehner hingelegt haben an diesem Sonntagmittag. Bleibt doch alle hier. Kuchen gibt es zu Sonderpreisen. Ihr könnt es, glaube ich, auch noch immer noch lecker werden. Und mit der 654 grüßen wir herzlich den Applaus. Auf die Ziel mit der 3044. Herzlich willkommen. Siegfried Janke. Ja, und hier ist Ziel für euch alle. Auch außerdem. Das schönste Gesicht. Ja,